Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Tränenfieber hier bei Heisenberg zockt. Von unserem neuen Güterbahnhof aus sage ich Hallo. Cool, mir gefällt der immer noch. Jetzt fehlen hier aber Züge. Das heißt, erst fehlen mal Verbindungen. Wir werden jetzt mal dazu kommen, hier rauf zu düsen, nach hier hinten, nach hier und nach da oben. Da könnten wir eigentlich wieder so einen Rundkurs machen. Das heißt, es würde reichen, wenn wir nur ein Gleis haben. Macht das Sinn? Eigentlich macht das durchaus Sinn. Bei Gütern ja, bei Personenzügen ja anscheinend nicht. Habe ich mal gehört. Okay. Welches Gleis nehmen wir hier? Ja, das Äußerste. Wenn wir hier rauf müssen, dann müssen wir eigentlich, ist eigentlich klar, müssen wir das Äußerste nehmen, damit wir mit den Gleisen hier drin noch wegkommen, wenn wir das müssen. Was wir wahrscheinlich irgendwie aus irgendeinem Grund müssen, da wir hier ja eine Art Umschlagplatz machen wollen. Sonst hätten wir die vielen Gleise nicht gebraucht. Also, wir gehen mal raus mit ja, Hochgeschwindigkeit. Es sind eigentlich Güterzüge, die müssen nicht rasen. Wobei, doch, wir machen Hochgeschwindigkeit. Vielleicht machen wir doch schnelle Güterzüge. Ich weiß es noch nicht genau. Kommen wir hier runter? Hier kommen wir runter. Da wird sogar ein bisschen aufgeschüttet. Ist das gerade? Das sind so die typischen Fragen. Wenn wir es ein bisschen so machen. Nee, dann ist es nicht mehr so gerade. Okay. Bauen wir mal so. Nehmen das Gleis hier auch mit. Bestens. Und machen hier gleich mal, damit das ja nicht vergessen geht, eine vernünftige Kreuzweiche hin. Damit die auch die Gleise wechseln können, wenn dies nötig sein sollte. So, und jetzt wollen wir hier eigentlich rauf. Halt. Hier schnappen. Hier um die Kurve rum. Das gibt Güterzüge. Das macht nichts, wenn das hier nur 65 km/h sind. Die Ausrichtung muss stimmen. Wobei wir können sogar ein bisschen weiter hier rüber. Vielleicht noch ein bisschen Richtung See. Nein, ich würde sagen so. Okay, ist zwar schon schön so mit dem See. Da müssen wir irgendwie auch noch eine Strecke machen. Wir könnten natürlich, genau. Wir könnten natürlich hier mit den Gütern auch noch weiter. Hier hinten nach Edelack. Edelack hat nämlich wahrscheinlich auch noch keine Güter. Da kann ich jetzt gerade nicht gucken, da wir eine Schiene am Haken haben. Wir machen das hier mal. Dann müsste ich hier auch gucken können. Nein, woher sollen die auch Güter haben? Die brauchen aber auch nur 6, aber das ist auch nur im Moment. Die sollen ja auch noch ein bisschen wachsen. Das müssten sie eigentlich auch tun. Und dann werden sie auch mehr Güter brauchen. So, jetzt stechen wir mal hier rauf. Mit möglichst viel Tempo. Ist das welche Schiene? Das ist die äußere. Hier geht es doch ordentlich rauf. Erstaunlich, dass hier nicht nach Tunnel. Ja, nach einem Tunnel gefragt wird, wollte ich gerade sagen. Es wird. Jetzt müssen wir aber gucken. Wir wollen hier hinten hin und dann weiter. Am sinnvollsten wäre der Bahnhof. Dann müsste. Ne, wenn wir den. Wisst ihr, was wir machen? Ich mach mal. Das ist mal so weit gekauft. Wahrscheinlich müssen wir da eh noch in den Tunnel rein. Da können wir natürlich dann schön mit unseren neuen Mods noch was machen. Fällt mir da gerade ein. Ein Ölbahnhof. Wisst ihr was? Jetzt nehmen wir hier mal die Kohle. Wir brauchen hier eigentlich maximal 2 Gleise. Aber die maximale Länge. Das ist aber nicht die Kohle. Moment, wo war die Kohle? Die war hier. Genau. 2 Gleise, maximale Länge. Wenn wir dich drehen und hier hinstellen. Kommen wir da hinten noch vernünftig raus? Nee, das ist irgendwie nicht ideal. Oben meine ich, da nach links weg. Wenn wir dich so drehen, dann geht sowieso nicht. So hätten wir ein bisschen mehr Platz. Geht aber nicht wegen der Terrangleichung. Da könnte man natürlich was tun. Und wenn wir dich so hinstellen, dann kommen wir oben nicht wirklich rein. Im Endeffekt ist das hier wahrscheinlich die beste Lösung. Dann machen wir da oben eben eine Kurve. Machen wir mal so, würde ich sagen. Okay, dann gibt es da oben die steile Kurve. Und jetzt müssen wir gucken. Wir haben hier, glaube ich, keinen Strom. Nein, machen wir mal noch. Einfach der Sicherheit zuliebe. Die Hochgeschwindigkeitsgleise lasse ich mal. Denn es ist ja ein Bahnhof. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir hier das direkt hier runterziehen. Was macht das Spiel? Macht es einen Tunnel oder? Das macht einen Tunnel. Okay. Ja,
Da machen wir mit, würde ich sagen. Warum nicht? Ein Tunnel ist eigentlich immer relativ cool. Nehmen wir das oder nehmen wir nochmal diese... Ja, die Röhre gefällt mir halt schon auch gut. Also die gefallen mir eigentlich alle sehr gut. Bergtunnel, Tunnelbauprojekt, Röhrentunnel. Das ist halt schon eher auch für den Berg. Aber okay, lasst uns mal dieses Tunnel nehmen. Okay, ist gekauft. Zweites Gleis holen. Wo haben wir das denn? Hey, immer noch hier hinten, okay. Da sind wir noch nicht allzu weit mitgekommen. Jetzt kann es sein, dass das hier nicht angeschlossen ist. Jawohl, das war zu hudelig. Herr Heisenberg, Hochgeschwindigkeit haben wir immer noch. Okay, passt. Hier. Frech am Kohlebergwerk vorbei. Können wir natürlich auch noch einbauen. Wenn wir hier irgendwo noch... Hier hinten hätten wir ein Stahlwalzwerk. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass hier die ganze Sache so komisch aufgeteilt ist. Es sind alle Stahlwalzwerke beieinander und so weiter. Jetzt haben wir hier kein Erz. Weit und breit nicht. Aber das wäre genau eine Möglichkeit, dass wir eben Erz von auswärts her schaffen, hier an den Umschlagplatz bringen und von da aus dann zum Stahlwalzwerk gehen und die Kohle von hier holen. Das können wir natürlich auch mit Lastwagen. Das ist ja eh gleich daneben. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir werden jetzt hier erstmal die Strecke bauen, denn ich möchte, ich sag's gern nochmal, möglichst schnell wieder zurückkommen zum Thema Personenzüge. Das geht so. Wunderbar. Okay, dann nehmen wir dich hier auch noch mit. Und wenn die Schiene wirklich angelegt ist, müssten wir hier auch vernünftige X-Weiche hinkriegen. Jawohl. Bestens. So, hinten den ganzen Spaß wieder raus. Nach da. Da machen wir den Bahnhof mal hier hin, würde ich sagen. Das ist fast naheliegend. Das wäre jetzt ja aber ein Kopfbahnhof. Aber den Kopfbahnhof gibt es, glaube ich, nur als Personenbahnhof. Ja, der ist hier nicht dabei. Und das bringt nichts. Dann kann er hier die Güter nicht laden. Schade, das wäre jetzt hier genau gut gewesen. Ich habe ihn jetzt eh gerade nicht gefunden. Was ist der? Irgendwo haben wir ihn, ich weiß es. Wir brauchen ihn im Moment ja auch nicht. Doch, das war glaube ich schon der. Nein, der war es nicht. Fünf Gleise, der war es auch nicht. Ja, bin ich denn von Blindheit geschlagen? Zwei Plattformen, fünf Gleise. Irgendwo haben wir ihn. Ich habe ihn ja schon mal gezeigt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, wo der ist. Naja, es ist ja eigentlich egal, denn wir können ihn hier eh nicht brauchen. Was brauchen wir denn hier? Öl. Das darf dann auch so ein Kohlebahnhof sein. Oder wir nehmen mal wieder einen normalen. Nee, das ist der Container. Wir nehmen Kohle auch mit zwei Gleisen. Oder wenn wir hier Güter abtransportieren, dann können wir hier auch fünf Gleise machen. Machen wir. Ganz frech. Wir haben es ja. Kostet ja auch nicht viel. 600.000. Das gönnen wir uns. Möglichst nah hier ran. Bringt es noch was, wenn wir dich noch ein bisschen eindrehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir kommen ja mit einer Kurve daher. Gucken, wo das genau passt. Moment. So, die Straße stellen wir gleich wieder hin. Es legt immer an. Das ist das Problem. Falsch geklickt. So, jetzt. Fünf Gleise, maximale Länge. So, jetzt kann ich hier nämlich möglichst nah ran, ohne dass das angelegt wird, da mit der Straße. Okay. Passt. Ein Sträßchen dazu. Ein Sträßchen. Ein Sträßchen. Das ist natürlich außerorts. Das ist das Ding hier. So, und jetzt können wir hier mit Öl... Oh, wir können hier Sachen machen. Oh, da kommen wir aber doch. Das hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr in die Richtung ziehen sollen. Das ist jetzt doof. Da müssen wir tatsächlich... Lass mich mal gucken. Wir nehmen mal die Gleise hier. Erstmal eine Schneise ziehen und gehen dann später ins Tunnel rein. Kommen hier hinten raus. Der Vorteil ist, dann haben wir hier nicht diese massive Kurve. Das ist natürlich irgendwo auch okay. Machen wir mal so. Dieses Gleis ebenso. Das sieht einfach nicht schön aus. Okay, das werden wir irgendwie in einer gewissen Form noch ändern.
Wenn wir jetzt hier rauskommen, oder hier, dann sollte die Kurve nach da auch nicht mehr so verpannt sein. Was haben wir hier für ein Portal? Dieses hier. Ist eigentlich auch nett. Das ist, ja, sie sind alle nett. Hm. Aber das ist am Berg. Also nehmen wir dieses hier. Okay, mit 300 km/h wird hier durchgebreddert. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hier noch? Ja, es müsste klappen. Das ist ein zweigleisiges Portal. Mindestens zweigleisig, dachte ich. Wo ist die Ausfahrt? Hier. Klappt, wunderbar. Bestens, Dankeschön. Gucken, kommen wir hier rein. Ja, mit 300 und hier mit 82. Okay, das passt für Güterverkehr. Und das können wir auch verbinden. X-Weiche. Einmal so. Und einmal so. Und hier hinten natürlich auch noch. Oder auch nicht. Da haben wir, glaube ich, den Platz nicht. Oder reicht das noch? Doch, das geht. Schwein gehabt. So, das Problem ist jetzt hier natürlich, dass wir mit Blocksignal nicht allzu viel machen können, wenn wir hier durch den Berg durchgehen. Sollen wir das gleich mal noch ein bisschen mehr ausbauen und daneben noch eine Strecke machen, die nicht durch den Berg geht? Das Problem ist, wir müssen den ganzen Berg abtragen, wenn wir hier nicht durch den Berg durch wollen. Oder wir gehen hier außen rum. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann haben wir hier einfach eine Panoramastrecke gebaut. Denn das Problem ist wirklich, ich kann hier natürlich zwischen diesem Bahnhof und dem anderen Bahnhof eigentlich kein Blocksignal setzen. Wir haben den Platz nicht und im Tunnel drin geht's nicht. Dieser Bahnhof hier ist nicht ideal gesetzt. Wobei, ja, ja doch, so doof ist er gar nicht gesetzt. Der ist genau neben der Ölraffinerie. Das ist, eigentlich passt das schon auch. Können wir hier vielleicht mal noch ein bisschen? Da kommen eh noch Bäume hin und Co. Ganz klar. So, das Ganze ein bisschen natürlicher gestalten. Soweit das geht. Jetzt machen wir gleich mal die Bäume. Das ist ja, wenn man, ich glaube, die Maustaste gedrückt hält, kriegt man hier. Genau, dann kann man. Oder doch nicht. Wie geht das mit Wald? Mit Wald setzen? Da muss ich mich nochmal erkundigen. Also nur mit Maustaste drücken geht's nicht. Haben wir hier noch Tannen? Ja. Oder sowas ähnliches wie Tannen. Ja, das sieht natürlich auch ganz, ganz nachteilig aus, sagen wir es mal so. Aber man kann mit den Bäumen schon relativ viel machen. Das ist schon sehr angenehm. Also wenn ich auf der Maustaste bleibe, passiert nichts. Gut, jetzt hier noch schnell angleichen. Genau, das, so meinte ich das. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Hier wird es aber schwierig. Da machen wir halt das so. Ja, das sieht schon viel weniger ausgeschnitten aus. Das Problem ist ein bisschen, dass es hier natürlich beim Tunnel selber schwierig wird, Anpassungen vorzunehmen. So, ein bisschen besser. Schön wäre, wenn das halt grau wäre. Kriege ich hier vielleicht hoch ins Tunnel reingestolpert? Kriege ich hier vielleicht noch einen Stein hin? Ja, nur darauf. Da kommt aber eigentlich noch eine Schiene dazu. Ja, dann nehmen wir ihn wieder weg, den Stein. Das kann man ja auch. Das ist hier irgendwie die falsche Farbe. Wenn das hier grau wäre, dann würde es relativ cool aussehen. Hier, das können wir natürlich alles noch abplätten. Das machen wir ganz schnell. Sonst vergesse ich es. So, dass das ein bisschen dynamischer wird. Hier ebenfalls. Hier auch nochmal. Hier kommen, wie gesagt, eh noch Schienen hin. So, dann ist es eben weniger abgeschnitten. Es ist einfach dieses Abgeschnittene gefällt mir nicht. So, nochmal drehen. Hier kann man definitiv nicht mehr viel machen. Okay. Ja, ist ein bisschen eigen, muss ich sagen. Mit diesem Tunnel hier.
Aber okay, wir haben es jetzt mal so. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es eben doch besser gewesen außenrum. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Sollen wir hier vielleicht noch außenrum nach da hinten hin und hier irgendeinen Museumszug installieren? Das können wir natürlich auch machen. Ich würde jetzt sagen, als erstes machen wir hier jetzt mal die Züge noch hin. Jetzt möchte ich aber ganz kurz, jetzt habe ich gesagt als erstes, ich möchte trotzdem ganz kurz hier, guck mal, was wir hier noch alles haben. Zusätzliche Tanks, die können wir alle hier hinstellen. Röhren, das möchte ich jetzt aber nicht einfach so bang, bang, bang machen. Das möchte ich relativ schön machen. Das werden wir auch. Ich wollte es nur schnell zeigen. Jetzt machen wir erstmal eine neue Linie. Und zwar, die wäre von, ist eigentlich egal. Wobei, wir fahren hier zweimal durch, dann können wir hier zweimal beladen. Das heißt, wir starten mal hier unten. Hier in Friedenweiler Abzweig, fahren hier hoch. Hier hin nach Munkbrabub Süd und dann hier hin. Oder sollen wir auf der Rückfahrt durchfahren? Ist eigentlich doof. Also wäre natürlich die Möglichkeit, dass wir einfach, wenn wir zurückfahren, das zweite Gleis benutzen als Durchfahrtsgleis. Die Signale fehlen noch, fällt mir gerade auf. Ich nehme den mal nochmal rein, dass wir hier auch nochmal halten. Gut, das wäre dann Güter. Friedenweiler. Fast hätte ich Weißwasser geschrieben. Friedenweiler. Okay. Eh nett. Der eine Kommentar. Jemand hat eine alte Folge geguckt oder ich glaube die neue und dann von Weißwasser gehört und er wohnt 35 Kilometer entfernt davon. Das ist natürlich sicher lustig, wenn man bei YouTube ein Video guckt und dann die eigene Heimatstadt plötzlich in dem Spiel auftaucht. Das ist schon nett. So, ein Depot fehlt noch. Machen wir das hier unten. Hier unten gibt es eh noch ein Depot. Das ist ganz klar. Das muss ein Depot geben. Nur ich möchte hier halt auch eben hier vorne was Schönes machen. Das heißt, wir werden das Depot jetzt erstmal provisorisch machen und dann können wir es auch hier oben. Nein, wobei wir starten hier unten. Dann machen wir das auch hier unten. Und wenn wir hier ein provisorisches Depot machen. Ach so, die Signale fehlen noch. Okay, das Depot mache ich trotzdem. Zack, zack, zack. Hier schnell raus. Okay, und ein Depot dazu. Passt das hier hin? Das passt. Gut, noch eine Grube. Das kommt wieder weg. Das sei versprochen. Jetzt müssen wir aber die Signale noch setzen. Die waren weiter oben. Blocksignal. Einmal hier. Oder fehlt ein Stück Gleis, dass es die Linie noch nicht verteilt hat? Wir werden es gleich wissen. Blocksignale nicht vergessen, Herr Heisenberg. Moment. Also mal hier. Dann hier ein Gleis. Jetzt hat es geklappt mit beiden Linien. Und hier können wir noch Blocksignale machen. Einmal auf dieser Höhe. Dann können wir da 3-4 Züge vielleicht nehmen. Ich würde sagen, einmal noch vor dem Tunnel. Und einmal dann danach. Das wäre dann eh hier. Momento. Geht das? Geht eigentlich. Doch. Ist ein bisschen kurz natürlich von der Weiche her, aber besser als gar kein Signal. Und jetzt hier hinten wird es dann eher ein bisschen schwierig. Hier können wir eigentlich auch nochmal eins hinmachen. Dann haben wir hier auf der Seite im Prinzip ein Signal mehr. Das ist aber nicht tragisch. Ich möchte eben beim Ausgang hier keines hinstellen. Nicht, dass uns der Zug ins Tunnel reinsteht. Das ist das Problem. Jetzt gucken wir mal hier hinten. Da brauchen wir hier eins. Und schon passt es auch hier mit der Linie. Ja, und hier vor dem Tunnel. Und das wäre es dann auch schon. Wenn wir diese Strecke so machen. Dann kommen wir hier raus. Kriege ich hier echt kein Signal mehr hin? Nee, sieht fast so aus. Ist zu kurz. Ah doch, geht. Okay, dann gibt es hier noch eins. Guck das in die richtige Richtung. Jawohl. Gut, passt auch. Jetzt haben wir ja Linie. Wir haben Signal. Oder Linien. Linie. Signale. So rum. Und wir haben ein Depot. Das heißt, wir kaufen
einen Zug. Nicht ein, mehrere, zwei, drei. Und zwar, ich hätte gerne nochmal den einen amerikanischen Zug, den wir da aussortieren mussten. Ich weiß jetzt nicht mehr, war das ein Diesel? Ich werde ihn hoffentlich schnell erkennen. Der fuhr ja nicht. Es hieß dann, ich hätte ihn nur drehen müssen, aber wenn da... Ich habe ihn doch gedreht und dann stand in beide Richtungen stand einfach kein Weg. Was tut das hier? Oder? Nee, der war glaube ich blau. Wir gucken mal. Irgendwo hier unten. Auch sehr nett. Norwegisch, okay. Wow, die vielen Loks. Eieieiei. Endlos viele, okay. Jetzt ist nur die Frage, wo war meine amerikanische Lok? Hier war sie schon mal nicht. Die war doch nicht... War die grün? Nein, die war doch irgendwie blau. Oder? Was reitet mich da jetzt zu glauben, die war blau? Nee, das war schon die. Genau, mit vorne und hinten. Ich gucke aber doch einfach sicherheitshalber hier nochmal schnell. Haben wir ja schnell gemacht. Oder auch nicht. Hier wären natürlich die Krokodile auch nicht schlecht aufgehoben. Mit ihrem doch eher... dünnen Tempo. Hier ist auch keine amerikanische Lok, die ich meine. irgendwo. Ja, das war eben auch keine elektrische. Das war doch definitiv. Dann war es eben doch die grüne. Kann das sein? Die Cat. Ja. Hier ist nix. Nix, was ich gesucht hätte. Gotardo haben wir schon. Gut, also Diesel war's. Und zwar, wo ist denn jetzt wieder hingekommen? Die versteckt sich, die will nicht. Nee, das war sie nicht. War sie weiter oben? Hier. Also einmal, oh, ich habe nicht gespeichert, Moment. Auch wenn ja die Lok funktioniert, das haben wir ja schon mal getestet. Unfreiwillig getestet, wir wollten sie eigentlich fahren lassen. Speichern natürlich trotzdem, denn ich kaufe noch nachher noch andere Loks. Und wenn es dann Schwupp macht, ja, dann macht Schwupp. Dann ist die ganze Strecke wieder weg. So. Wo bist du? Hier unten. 1,06 Millionen kostet das gute Stück. Das ist doch relativ ordentlich. Okay, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen Güterwagen. Und wir brauchen... Was machen wir denn da? Öl. Genau, Öl. Also. Öl. Und Güterwagen würde ich sagen, nehmen wir dann aber spezielle. Öl. Nehmen wir mal hier unten noch. Das sind Güter. Irgendwo hatten wir doch noch die Kesselwagen, die sowieso nur Öl transportieren. Oder waren die weiter oben? Hier sind noch welche. Ne, hier sind sie. Okay, genau. Öl. Dann haben wir Namigrol. Puh. Okay, dann haben wir dreimal Öl. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal einmal Öl. Und jetzt nehmen wir noch viermal Güter. Im klassischen Sinne. Güter. Ja, jetzt sind wir wieder bei denen ich nicht weiß, welche funktionieren und welche nicht. Naja, gespeichert habe ich ja im Prinzip. Ich hätte gerne welche. Die funktionieren sicherlich. Kaufen, kaufen, kaufen. Okay, das war Zug Nummer 1. Ich würde sagen, lasst uns den doch mal auf die Reise schicken. Wir haben das Depot schnell aufgerufen. Dann können wir wenigstens dem Zug noch zugucken. Oder wir kaufen die anderen auch noch. Es gibt dann einfach ein Durcheinander mit den Wagen. Deswegen, okay, erstmal den zuweisen und rauslassen. Werde ich dann gleich auf Play gehen, dann können wir uns den ansehen. Habe ich den jetzt richtig gekauft? Ich muss mal gucken. Also, immerhin fährt er. Das ist schon mal ein Vorteil. Oder ein Fortschritt gegenüber der anderen Folge. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ist das dieser Zug. Doch, aber der hat jetzt keinen Abschluss. Wisst ihr was? Du kommst gleich nochmal zurück. Ich möchte die hintere Lok auch haben. Und dann mal gucken, wenn er da nicht mehr fährt, wissen wir, woran es liegt. Dann lag es tatsächlich daran. Boah, der macht halt schon ganz, ganz netten Sound.
Also Diesel. Diesel, 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 Diesel. Müsste gleich kommen. Hier. Bist du drin? Nö, jetzt bist du drin. Okay. Einmal diesen hier hoch. Okay, jetzt passt das. Linie nochmal zuweisen. Güterfrieden Weiler. Jetzt kannst du wieder raus. Und jetzt gucken wir nochmal, während sich da wunderbar die Container bewegen. Ja, nett. Okay, wir sind halt jetzt tatsächlich schon wieder bei Güterzügen. Aber ich verspreche es gerne nochmal. Nachher kommt dann definitiv relativ schnell mal der Bereich ICE und TGW und Co. dran. Da werden wir mal gucken. Jetzt müssen wir hier aber nochmal eine Lok haben. Da hätte ich dann doch mal noch gerne eine elektrische, wenn wir schon Oberleitungen gebaut haben. Und zwar die alte RE44 haben wir halt schon. Leider, die haben wir glaube ich auch schon. Ich scroll mal ein bisschen weiter runter. Hier haben wir wahrscheinlich die Lokomotiven, die wir nicht schon zwei, dreimal haben. Die hier gefällt mir sehr gut. 140 km/h, das ist eine ganz alte, 80er Jahre. Oh, oh. Ja, ja, kein Kommentar. Die schöne Lok war sie wohl irgendwie zu schön, um mit uns zu spielen. Die wollte nicht. Also das Ganze nochmal, jetzt aber irgendwie vielleicht mit Loks, die funktionieren. Es ist halt schon immer so ein bisschen ein Wabonk-Spiel. Aber ich glaube, ich weiß, was hier noch funktioniert. Ich hätte gerne so eine... Moment. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Die Cargo haben wir halt auch schon. Die ist halt schon auch sehr schön. Aber eigentlich dachte ich an... Sind die gar nicht hier drin? Na. Die tut, glaube ich, auch nicht. Was bist du für eine? BR140 in der Farbgebung der EBM Cargo. Sieht doch soweit auch nett aus. Wir testen die mal. Vielleicht bin ich gleich noch weg. Puh. Okay, das hat geklappt. Jetzt kaufen wir aber die dritte Lok auch gleich noch. Dann nehmen wir noch mal eine Diesel. Da möchte ich nämlich so eine nehmen. Eine Void. Und zwar die rote. 100 km/h. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie schnell die Lokomotiven sind. Jetzt finden wir die hier gleich wieder, die andere. Moment. Das war. Schade, dass das nicht irgendwie. Das switcht nicht 1:1 rüber, wo man gerade war. Und ich weiß natürlich nicht, welche das genau war. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ist ja egal. Man sieht es bei den Details nachher. Was wir jetzt brauchen, sind Güterwagen. Die werden wir uns gönnen. Wir brauchen mal Öl. Einmal. Zweimal. Die werden wir nachher verteilen. 4, 5. Machen wir mal 6. Wir machen mal 8. Wir machen die zwei Züge ein bisschen länger. Auch Öl. Okay. Dann gehst du rauf. Du gehst rauf. Du gehst drauf und du gehst drauf. Und dann brauchen wir die Güter. Was war das denn hier? Auch Öl, okay. 80 km/h. Wir müssen hier auch nicht massiv aufs Tempo achten. Das ist definitiv keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Es ist eigentlich alles andere. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal noch ein paar Container für Güter. Da das ja ein Containerbahnhof ist, hier hinten rechts. Also einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal, fünfmal, sechsmal. Okay, du gehst runter, du gehst runter, du gehst runter, du gehst runter und du gehst runter. Ne, dann haben wir zu viele unten. Habe ich nicht so viele gekauft? Einmal rauf. Zwei. Vier. Doch, wir brauchen nochmal zwei. Der hier, ne, nehmen wir den. Hier haben wir ja auch noch und nehmen noch so ein Cargo. Okay, nochmal gucken hier unten. 1, 2, 3, 4 haben wir hier und hier haben wir 1, 2, 3, auch 4. Gut, Linie zuweisen. Das wäre dann für alle Güter Friedenweiler. So, und jetzt möchte ich hier mitfahren. Neue Strecke, einmal mitfahren, sobald die Strecke geladen wurde. Also, laufen lassen. Wir schließen.
Hier schließen wir auch mal und hier ebenfalls. Und da vorne fährt unser amerikanischer Zug, den ich nochmal kurz zusammenbauen musste wegen dem Absturz. Cool, ich mag irgendwie Güterbahnhöfe, vor allem irgendwie der Bahnhof passt perfekt zu diesem Liege-Bahnhof irgendwie, weil er halt auch geschäftig ist, weil sich hier die Kräne bewegen und so weiter und so weiter. Und hier vorne mit dem Bus, also mit der Straßenbahn, wow, was für ein Sound, überall. Cool, wir schauen dir mal zu, wie du rausfährst. Von hier. Mir gefällt einfach die Lokomotive und vor allem freut es mich, dass sie jetzt auch weiß, wo sie hin soll. Dass sie den Weg findet. So, nächster Zug. Das ist eh gleich die Void oder Void. Auch schön, halt ein bisschen länger noch. Hat aber dafür auch nur eine Lokomotive. Und da hinten guckt schon die andere raus. Ah, Moment, hier unten kann ich ja auch hin mit der Maus. Dann stört die niemanden. Ein bisschen drehen möchte ich noch. Da hinten kommt der Autozug. Cool. Das werden wir so hinkriegen, dass das auch ein relativ fetter Bahnhof wird. Und ich habe einfach immer noch die stille Hoffnung, dass wir das auch hinkriegen, ohne dass wir hier massive Performance-Probleme bekommen. Nicht so wie damals wirklich halt in Weißwasser. Also je nachdem, wie man geguckt hat, man hatte eine Dia-Show. Und zwar eine ganz langsame. So, hier gucken wir auch noch schnell zu. Und mitfahren werden wir dann mit dem anderen. Näher ran. Dem Geräusch zuliebe. Okay. Auch weg. Ah, da kommt die IC 2000 Wagen. Der muss aber warten. Das ist schon cool. Das gefällt mir hier irgendwie mit den Gleisen links und rechts. Hier kommen natürlich noch weitere dazu. Da müssen wir gucken, wo wir mit denen hingehen. Aber eben, wir können natürlich von hier, von diesem Umschlagplatz aus, je nachdem, wenn wir Güter haben, die Güter eben auch noch nach hier hinten bringen. Das wäre eine Idee. Gut, kommt der andere Zug schon daher? Müsste. Wo bist du denn? Hier unten. Okay, wir setzen uns mal mit dazu. Durchaus auch nett. EBM Cargo. So. Langsam fängt es an, mir hier zu gefallen. So, mit diesen beiden Bahnhöfen. Da können wir noch Brücken machen. Und ach, wir werden noch so viel machen. Aber jetzt werden wir hier erstmal gucken, wie sich unser neuer Zug schlägt. Hier haben wir grün. Das ist schon mal gut. Und hier oben geht es dann eben am Kohlebergwerk vorbei. Dass sich auch irgendwie noch hier mit einbeziehen möchte. Wir müssen dann gucken, wie wir das machen. Was haben wir hier eigentlich für einen Takt? Nur sichtbar. Güter, Friedenweiler. Gar kein Takt. Aha. Da scheint dann irgendwas nicht zu funktionieren. Jetzt geht's. Hier geht's trotzdem nicht. Haben wir wieder einen Knoten mit dieser Lok hier? Kann das sein? Wir müssen mal gucken. Kein Takt heißt, irgendwas liegt im Argen. Aber wir fahren jetzt erstmal mit der Lok mit, soweit wie wir kommen. Irgendwo stehen wir dann wahrscheinlich. Das ist irgendwie auch schön. Heidi, hi. Nein, ich singe jetzt nicht. Aber hat was so von. Ja, der Schnee fehlt. Aber irgendwie so Heidi und die Berge. Nett. Hier noch eine schöne Straße über den Berg rüber. Das könnte man natürlich auch noch irgendwie ausnutzen. Werden wir auch. So, okay. Hier kommen wir also an. Oder haben wir da rot? Da haben wir rot, weil wahrscheinlich halt ein Zug da steht. Nee, der fährt raus. Warum haben die denn keinen Takt? Der fährt hier ohne aufzumucken. Und der andere fährt hier gerade wieder raus. Ihr müsst doch einen Takt haben. Sag mal. Güterfriedenweiler. Laden vorhanden. Also normalerweise heißt doch, wenn eine Linie keinen Takt hat, dass zum Beispiel eben Strom fehlt oder irgendwo Züge und so weiter,
Hier haben wir einfach irgendwie grundsätzlich keinen Takt. Kann das sein? Erkennt er irgendwie einen Bahnhof nicht? Ich weiß es nicht. Man sieht ja, die Züge fahren. Groß was beladen werden die noch nicht haben. Hier die Ölquelle. Die gehört auch noch nicht uns. Okay, das dauert auch noch einen Moment. Aber der Takt schaltet doch nicht erst dazu. Kein Weg. Elektrisch. Okay. Das hat sich erledigt mit der Fragerei. Der Bahnhof hier hinten ist wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Hat doch immer alles seine Richtigkeit. Guck mal an. Also, das haben wir natürlich schnell korrigiert. Einmal so und einmal so. Und jetzt müsste auch mit dem Züglein klappen. Und mit dem Takt ja dann eigentlich auch. Okay, der fährt auch. Machen wir zu. Gucken nochmal schnell wegen dem Takt. Und jetzt haben wir 3 Minuten. Das ist okay, denke ich mir. Jetzt den Autosave hätte es jetzt nicht zwingend noch gebraucht. Denn ich möchte noch mitfahren. Haben wir denn die Linie jetzt schon? Werde ich gleich mal gucken. Sobald sich der Autosave aus dem Staub gemacht hat. Nein. Okay, das muss aber demnächst kommen. Also Öl. Es ist schon Öl. Okay, und wir transportieren ja Öl. Dann müsste die Linie hier eigentlich merken. Sie produziert halt noch gar nichts. Die müssen wir erst in die Gänge kriegen. Aber das kriegen wir eben genau so hin, indem wir die Linie befeuern. Hast du schon Güter? Nein, ich wollte gerade sagen, das wäre ja komisch. Wenn die hier schon... Ja gut, dann hätten sie von hier hinten ja wo Öl bekommen von der KI. Das wäre natürlich auch möglich gewesen. Das ist hier schon ein massiver Berg. Heiliges bisschen. Ahnt ihr, was ich gerade denke? Hier fehlt eigentlich eine Fernsehantenne. Aber das möchte ich auch mit Straße und Co. verbinden. Das müssen wir uns wieder... Da müssen wir uns wieder einen Moment Zeit nehmen. Aber das möchte ich noch machen. Oder hier auf den rauf. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Genau hier über Friedenweiler. Oder auf den. Oder hier das Schloss. Ja, das ist, es ist endlos, was wir hier machen können. Dank diesen vielen Mods. Es ist einfach der Hammer. Wunderbar. Gut, du bist auch angekommen. Haben wir jetzt hier irgendwas? Jawohl. Jetzt gehört die Linie uns. Und hier hinten müsste sich das eigentlich auch soweit geändert haben. Jawohl, die Linie gehört uns. Und jetzt läuft sie hier ganz langsam an. Das dauert natürlich ein Momentchen, bis die dann wirklich in Gang kommt. Und unsere Void macht sich auch auf den Weg. Und mit diesem schönen Bild sage ich für heute Tschüss. Und beim nächsten Mal geht es wieder um Personenzüge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.